So, heute tauschen wir in der A-Klasse den Innenraumfilter. Das ist ein 169er Modell, sitzt bei der A-Klasse hier unter dieser Abdeckung und ist eigentlich relativ simpel zum Tauschen. Wir haben hier oben drei Nasen, da können wir es ausklippen und das machen wir jetzt. Hier an der Seite noch mal eingeklipst, da müssen wir schon zur Seite ziehen und dann haben wir hier jetzt auch schon den Innenraumfilter. Hier haben wir diese Führungsschiene, da wird der Innenraumfilter reingeschoben, auf der anderen Seite auch. Dann klappt man das obere Teil runter und danach kommt wieder der Verschlussdeckel drauf. So, das war der Austausch vom Innenraumfilter.